Hallo und herzlich willkommen zu Evil Within 2. Ja, wie versprochen, sind wir weiter auf dem Pfad nach Stefano. Und wir suchen ja auch noch unsere Tochter Lilly, die ja in seinen Fängen ist, und hoffen, dass wir endlich seiner habhaft werden. Da kommen wir nicht rein. Hier ist auch noch verschlossen und hier hört sich das irgendwo... Was ist da Kommen schon? Kommen Sie, ja, ich erwarte Sie. Faszinierend. Mein nächstes Werk wird faszinieren. Die komplette Absorption Ihrer Kräfte, die Unterwerfung Ihres Willens. Das wird Kunst in jeglicher Hinsicht. Komm her, du Aber was ist Kunst ohne ein Publikum? Ich brauche Sie hier, um das Werk zu vollenden. Das werden wir ja sehen. Richtig. Was für ein völlig, völlig kaputter Typ. Ha. Guck mal da. Hier kommen wir auch nicht rein. Das ist eine Mumie. Die Bilder decken sich erst auf, wenn wir hier durchgehen, ne? Was für ein völlig verknackter Typ. Aber, hallo? Aber wir müssen das hier alles erst triggern. Munition brauchen wir nicht mehr, wir sind voll. Ach, das ist ein Medpack. Kriegen wir noch einen Anruf jetzt? Nee, ne? Oh, oh. Er will, dass wir da reinkommen. Das pumpt jetzt schön schnell wieder auf, ne? Los! Zeigen Sie mir, was Sie drauf haben! Mach ich! Jonas, hier können wir gar nichts machen, ne? Wir sind voll aufgepimpt. Sebastian Castellanos. Genau, Sebastian. Zeig ihm, was du drauf hast. Kein Weglaufen und keine Spiele mehr. Einverstanden. Oh oh. Der kämpft doch nicht. Sie fangen an, mich ehrlich zu langweilen. Und du mich erstmal. Ihr Tod wird zur Kunst. Es wird Zeit für die Signatur. Oh, verdammt, ey. Verdammt. Verdammt! Eins. Du fängst an, mich zu langweilen. Ja. Na, los! Na los, komm. Das reicht mir jetzt. Stirb! Oh. Jetzt! Endlich! Oh ne, nicht schon wieder. Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts mehr. Er ist da. Feigling, ey. Alles muss man selber machen. Stirb endlich! Wo ist denn der? Na komm her hier! Oh, verdammt, das ist ein Feigling. Blute für mich.
Au! Verdammt, was ist das denn? Dafür wirst du bezahlen! Ja, genau, du auch. Los, komm her. Noch einstecken. Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts mehr. Ah, verdammt! Alles muss man selber machen. Ja. Gib mir dein Blut. Ja, komm her. Komm her, du Feigling. Stirb endlich! Wo bist du? Feigling, ey. Flucht ist zwecklos. Komposition. Mause. Für meine Kunst hast du Leid. Was machst du denn? Das ist so. Wie viel kannst du noch einstecken? Mein lieber Mann. Los, Auge weg. Errungenschaft freigeschaltet, der Vorhang fällt. Mach ihn fertig. Los, ich gib ihm den letzten. Noch so viel zu erschaffen. Der verwandelt sich doch gleich wieder in irgendwas. Sie haben mein Vermächtnis zerstört. Schauen Sie nur. Sie haben ein Meisterwerk aus mir gemacht. Der wird doch gleich eins. Ich muss es festhalten. Hätte ich doch nur meine Kammer. Oh nein! Wo ist sie hin? Ja, pass auf. Na, das wird doch jetzt gleich wieder. Pass auf. Zeit. Macht sie kaputt, die Veritas. Nein! Für ein letztes Foto. Und? Ei. Genau. Lilly! Lilly! Da ist sie. Keine Angst, Schatz. Ich bin's. Bleib, Kind. Papa. Lauf nicht fort. Bist du nicht. Papa ist tot. Komm her, mein Kind. Ich bin es. Schatz, ich weiß, das haben sie dir gesagt. Aber das stimmt nicht. Lilly, bitte. Ich... Komm raus, Lilly. Du musst dich nicht verstecken. Was ist das? Das wäre ja auch zu schön und... Ach du Scheiße. Nee, ne? Myra? Myra. Komm zu Mama, Lilly. Ich beschütze dich.
Oh, die sieht ja Myra. Sexy aus. Sag ich doch, Myra. Verschwinde! Du kriegst sie nicht! Ach, hier. Die Schnottende. Die haben wir doch schon mal umgelegt. Die haben bloß keine Munition mehr, ne? Lily! Unsere Nein! Tochter entführt. Aha. Myra? Verdammt. Kriegen wir doch nicht unsere Myra wieder zurück und Lily? Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Kidman. Sie wusste von Myra. Was ist das? Kapitel 9. Ein anderes Übel. Was haben wir hier noch drauf? Die haben wir alle schon, ne? Guck mal, Sebastian. Durchgestrichen. Erledigt. Ein riesiges rotes X. Das nenne ich Kunst. Richtig. Yukiko Hoffman lebt also immer noch. Julian Sykes lebt auch noch, sehr gut. Liam O'Neill lebt auch noch. Also wir kriegen drei Leute vielleicht noch gerettet. Unsere Tochter Lily. Tja, und Myra. Was ist aus Myra geworden? Es hätte alles so schön werden können. Na gut. Was ist das? Ich krieg auch gar keine Waffe gezogen. Schrotflinte ist leer. Die haben wir bei dem anderen, bei Stefano verbraten. Was ist das denn? Ach so, das sah bloß so aus, ne? Wie sieht das hier aus? Was ist das? Wo ist der Spiegel? Bevor wir weitermachen, einmal abspeichern. Dafür sind wir zu weit gekommen. Ja, was ist das hier alles? Untersuchen. Die Puppe. Wieder eine Puppe. Das ist ein... Huch. Wo sind wir hier geraten? Wo bin ich denn jetzt? Und vor allen Dingen, wir hätten lieber... Vorher noch. Jetzt haben wir keine Schrotmunition mehr. Verdammter Mist. Aber wir können da, glaube ich, improvisieren, ne? Wir sammeln hier erstmal was und was ab. Bevor wir auf die Jagd, was haben wir hier? Eine Axt oder ein Rohr? Was ist das? Ach, ein Pfeil. Davon haben wir auch genug. Wie nett. Reinfallen kann ich hier immer nirgendwo, ne? Das will das Spiel nicht.
Ne. Bisschen mehr Schießpulver könnte uns das Spiel jetzt hier gönnen. Können wir hier schon was machen? Schrotmunition. Na, wenigstens was. Zwei Schuss. Okay. Ist ja besser als gar nichts, ne? Untersuchen? Was wollte ich hier untersuchen? Hallo? Oder war das das hier? Das Symbol kenne ich. Richtig. Als hätte ich es in der echten Welt gesehen. Tja, ist das nicht die echte Welt? Was wird uns hier vorgegaukelt? Was passiert hier mit Sebastian? Wir laufen doch gleich wieder Zombies. Ich wusste es. Willkommen, Suchende. Sie wollen antworten. Ich werde Ihnen helfen. Das ist in Ordnung. Das ist gut. Kommen wir jetzt wieder zurück hier? Ach ja. Was war das? Was liegt da, ein Ball oder was ist das? Ein Schädel. Das haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt hier. Eine Kiste zerschlagen. Unsere Wut an einer harmlosen Kiste auszulassen. Was haben wir hier? Schrotmunition. Na bitte. So. Da haben wir jetzt erstmal wieder die Schrotige aufgeladen. Mehr nicht. Ach doch, hier sind ein paar Kisten. Da können wir ja noch hoffen. Drogen. Drogen. Alles gut. Kinder, denkt dran, es ist nicht gut. Und wie viel habe ich? Oh, ich habe auch gar nicht mehr. Ich bin auch gar nicht zum Kaffee trinken gekommen. Ich war da in der Hütte gewesen und... Nein. Das war's. Verdammt. Der andere, der hat uns so gefordert, ey. Ersatzteile brauchen wir auch. Hier kommen wir nicht durch. Jetzt könnte ich noch wieder Drogen finden. Ersatzteile. Gut. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. So fleißig, wie wir waren. Ach, das ist hier einfach bloß so ein Räumchen gewesen. Ne, hier könnten wir ja noch lang gehen. Genau. Lirr! Hier kommen wir nicht lang. Doch. Spukt hier. Kann man hier nur drauf gehen? Oder was ist das? Oder ist das jetzt noch hot? Die stehen doch gleich alle auf hier. Ach du Scheiße. Ja. Foltergeräte. Fast schon mittelalterlich. Das sehe ich auch so. Oh, lecker. Was von raus. Und Schießpulver. Da hauen wir gleich mal ein bisschen rein. Moment, bevor ich hier... Hä? Was? Die fehlende Schießpulver einmal. Was hatte ich denn gehabt hier? Na gut. Hab ich eben gepennt. Was ist das? Bei lebendigem Leib verbrannt. Und dann noch auf diesem Ding. Mein lieber Mann. Was natürlich ein bisschen... Oh, auch nicht schlecht hier. Bisschen fixiert mit Nägeln. Und hier ist ein Armbrustbolzen drin oder irgendwie sowas. Alles kaputt. Hat er so seine Vorlieben hier, habe ich gerade feststellen. Das ist ein Nägel.
Ich komm gleich. Lilly! Lilly, warte, ich muss hier erstmal ein bisschen was sammeln. Ich komm gleich, Lilly. Augenblick. So, Lilly, jetzt bin ich für dich da. Oh, das sind Monsterin, Mumien, Mutationen. Guck mal hier, hier waren wir noch gar nicht. Hier können wir unten reinkriechen. Was ist denn das hier noch? Das ist bestimmt gut hier, was ich. Ein Geheimgang. Ach, da ist schon was passiert. Schlüpfriger. Schleim und Spritzen. Oh oh. Komm her hier. Oh, habe jetzt einmal Munition verbraten. Ich hätte ihn so erledigen können. Gut, macht nichts. Das macht gar nichts. Na, nein, nicht aufmachen. Hier, schlüpfrig. Lebt er noch oder was? Ne, dachte schon. Ich stehe auf. Das war voll? Junge, du kannst doch gar nicht genug Munition gebrauchen. Pistolenmunition. Mann, Schrotmunition wollte ich haben. Die ist verschlossen. Gut. Eine Spritze haben wir noch. Wir haben eben bloß gepennt. Die hätten wir auch so kriegen können. Hier ist auch nichts weiter, ne? Komm, hier müssen wir durch. Da sind schon mal die Markierungen. Clear. Die Tür ist wieder zu. Mehr ist hier nicht. Irgendwie. Was ist das hier? Irgendwie steht er sich immer ein bisschen selbst im Wege, ne? Doch, der Komponent. Ah, Mann, das sind zwei Kisten, die könnte ich noch zerhauen, wenn die Typen hier nicht reinkommen. Guck mal hier. Zwei auf einen Streich und nichts drin. Was soll das denn? Du hast Gemeines. Erst locken. Die Tür ist natürlich offen. Wir kommen dem immer näher. Flasche brauche ich jetzt nicht mehr. Wir werden uns mal ein bisschen hier in der Ecke aufhalten, weil ich wollte noch mal was improvisieren. Gut. So, wo müssen wir jetzt lang? Nach links müssen wir bestimmt, ne? Guck mal, da kommt der ganze Lärm her. Wir gucken uns hier aber erstmal schön um. Hä, was ist das denn? So eine Glaswand wieder, oder? Komm, ist ja lustig, da gehen wir mal kicken, oder? Oh, die sind da am Gitter! Ey, wie cool ist das denn? Guck mal hier, das sind alles so eine Klumpfüße. Die kriege ich auch gar nicht auf. Und die kann ich hier irgendwie, wenn ich hier irgendwas aufmache, lasse ich die frei. Guck hier. Yeah.
Da komme ich jetzt nicht ran, erwart, um das. Doch! Da hinten komme ich bloß nicht ran, aber cool. Das war doch gut. Krieg ich jetzt noch einmal Schrotmunition gemacht? Natürlich nicht. Hä? Was war das eben für eine Erklärung? Ach so, Schrotmunition, ach die Erklärung, alles klar. Falscher Knopf gedrückt. Na, das war doch schon mal cool. Was muss ich die Dinger bestimmt hier alle öffnen nachher, ne? Könnte ich wetten. Klar, an diesen Katakomben. Was ist. Oh, hier geht's noch weiter, wa? Oh, Mann! Ich weiß gar nicht, wo ich hier zuerst lang gehen soll. Eigentlich wollte ich hier gar nicht lang gehen. Ich bitte. Ach, guck mal hier. Guck mal an. Was hier? Knirsch, Knurr. Voll. Guck mal, hier hat irgendeiner was gegengeschossen. Die Kurbel muss ich bestimmt mitnehmen, wa? Die kann ich wohl benutzen. Hä? Wird verwendet, um etwas durch Kurbeln zu öffnen. Wie es ist, musst du jedoch selbst herausfinden. Na toll. Und nu? Achso, da kann ich bestimmt da hinten irgendwas öffnen. Und hier ist gar nichts? Achso, das läuft hier einfach so. Warum auch immer. Jetzt habe ich die Kurbel also in der Hand immer. Hier kann ich nichts machen mehr, ne? Und denn? Ein toller Mechanismus. Gut. Ah, die haben mich alle gefreut. Na, da kommt doch gleich einer um die Ecke. Wo ist er? Wo? Schlurf! Glipper, glupsch und weg. Guck mal, da liegt er schon wieder. Glipper. Die sind freigelassen worden. Sind die jetzt alle frei oder was? Scheint ja wohl bald so, ne? Und hier haben wir schlüpfrigen Schleim und. Ich muss erstmal einsammeln. Ich lasse euch gleich frei. Gut, jetzt brauche ich erstmal Ruhe. Und sitze hier erstmal. Oh! Der leuchtet noch. Ach, den habe ich aber vorhin schon erledigt. Ne, der war wirklich erledigt. Gut, das war gut. Schrotmunition ist gut. Und sind die jetzt alle erledigt oder? Ich höre die doch noch. Meine Güte, boah. Ich mach ihn fertig, Alter. Wegen der Buttel? Eine Flasche brauchen wir jetzt nicht. Das ist alles? Mach die Tür zu. Guck weg. Einmal an die Wand gelaufen. Guck mal, da hinten ist noch das Schlüpfrige. Ach, das ist das Richtige. Einmal nochmal eine Droge. Oh, das Gelärme geht mir ja völlig auf den. Diese Lautstärke hier, also.
Ja, sind wir jetzt hier richtig? Scheint ja wohl so, ne? Die Kurbel habe ich jetzt und... Was denn? Was? Mann, nicht laden! Mach ihn fertig! Boah. Yeah! Oh. Na, der kann doch gar nicht mehr, das meine ich doch. Der war doch. Ach, mit dem Fuß kann ich jetzt auch rumtrampeln. Wie cool ist denn das? Mein lieber Mann.